Wieso müssen wir uns eigentlich immer mit Leuten begnügen, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben? Ja, jedenfalls willkommen zurück zu Spyro Dawn of the Dragon. Wir haben beim letzten Mal einen Hinterwäldler getroffen, beziehungsweise einen Einsiedler. Ist doch fast dasselbe. Ist das nicht dasselbe? Ich gehe mal davon aus, dass es dasselbe ist. Ne, Hinterwäldler, jemand, der irgendwo wohnt, der nicht ganz so... Naja, also eigentlich schon eher einzeln ist. Und Einsiedler... ist eigentlich auch so einzeln. Ich denke schon, dass es einzeln ist. Dass es bald dasselbe ist. Dass es quasi ein Synonym dafür ist. Was soll ich noch sagen? Genau, wir haben aber trotzdem den Schlüssel von ihm bekommen, damit wir jetzt die Gewichte dort drüben in der Höhle nutzen können. Das Ding ist, da haben wir noch einen blauen Edelstein. Schön, dass ich den beim letzten Mal vergessen habe. Wie schön, dass du ihn vergessen hast. Wir hätten ihn überhaupt nicht vermisst. Weiß ich. Sonst hätte ich ja gesucht. Ich bin so ein schlechter Finder. Ich bin ein schlechter Erfinder, vielleicht. Ja gut, wir hätten die Möglichkeit, gegen den Elite-Gegner jetzt zu kämpfen. Ist das so klug? Ja komm, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Elite-Gegner. Hier sind ja auch wieder ganz viele nervige Gegner. Soll ich die jetzt schon umbringen? Was mich jetzt auch tierisch ankotzt... ist erstmal der Krankenwagen im Hintergrund. Ich habe vor allem keine Mana oder irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Das ist sehr unnütz. Ja, aber wenn wir hier schon mal ein bisschen was an Energie kriegen. Boah, wieso trifft es denn da nicht, ey? Oh, das war sehr nützlich. Genau. Einfach ein bisschen mit der Giftattacke herumspielen. Ich hoffe, der ist auch irgendwann mal down. Da ist der down. So, dann haben wir wenigstens hier alles schon mal aufgeräumt für später. Für gleich. Ah, es ist sehr lästig. Ich hätte erstmal wirklich den Einsiedler besuchen sollen. Bevor ich mich hier weiter an der Sache... Oh. Immer diese Kollisionsabfrage ist. Sehr, sehr lästig. Spyro, hast du... Du hast nicht genug Energie. Aber vielleicht irgendwo einen roten Edelstein. Irgendwas, was uns was bringt. Da drüben. Am Po der Welt. Auf deiner Seite gibt es auch hier keine Gegner. Warum sind hier keine Gegner? Was ich mir jetzt auch so frage, nee, komm, wir machen jetzt erstmal den Elite-Gegner. Ich hätte gern für Cinder noch ein bisschen grüne Energie. Wir machen jetzt erstmal den Elite-Gegner, weil ich mir unsicher bin, ob wir diesen überhaupt besiegen werden können. Können werden. Was weiß ich. Ja, ich weiß nicht. Da oben ist ja immer noch ein roter Edelstein. Und allen voran muss Cinder natürlich auch ein bisschen was an Erfahrung kriegen. An erfahrungsmäßiger Erfahrung. Denn nur an Erfahrung lernt man. Ich meine, gut, man geht ja auch in die Schule, ne, um zu lernen. Aber ob man da wirklich was praktisch erfährt... Okay, ich brauch Spyro. Sein Bleach-Atem. Ja, toll! Bringt mir sehr viel, wenn du hier rumgammelst, Spyro. Oh, Spyro, weißt du? Manchmal... Und dann ist die Kamera hier, weißt du? Ich krieg die Krise. Steck die im Busch fest. So, kümmern wir uns nochmal drum. Meine Güte. Müssen wir uns nochmal vorstellen. Ah, nochmal alle in den Sitzkreis setzen. Auf den Boden kommen. Jetzt kommen wir mal alle wieder... Nein, Spyro, Elektro. Elektro. Genau. Dann verliert er nämlich schön seine Haube. Irgendwann. Jetzt. Dann können wir mit Cinder... den Schwall ausüben. Genau. Stirb, du Bestie! Was macht der gar nichts aus? Du Scheißvieh! Okay, das macht doch was aus. Okay, der ist tot. Also mit dem... Ich habe ja gesagt, dass der Schwallatem dann doch ein bisschen zu energetisch ist, ne? Hier oben müsste noch was sein. Aber immerhin haben wir jetzt den Gegner besiegt, ne? Der war auch immer so ein kleines Problem, als ich das Spiel durchgespielt habe.
Ja. Aber dann habe ich den Lebenskristall nicht mal gebraucht. Das ist sehr nützlich. So, wir brauchen trotzdem noch den roten, den grünen. Ich mache jetzt einfach mal mit Cinder weiter, ne? Ich glaube, das wird sich lohnen. Das wird sich sicher lohnen. Wunderschön. Und würde Level of Detail in dieser Version recht gut funktionieren, wäre das Spiel einfach noch sehr viel hübscher. La 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 la. Ich weiß gar nicht, rückkoppelt das Spiel? Der Sound? Nö, es ist... Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach mal nicht, dass ihr den Sound irgendwie doppelt hört oder so. Aber ich bin ja schon sehr laut am Kommentieren. Früher, also vor einem Jahr habe ich noch richtig laut kommentiert. Also wirklich richtig laut. Ne? Also so nach dem Motto, ich muss jetzt wirklich rumschreien. Wenn ich nur dann das Gefühl habe, dass ich gehört werde oder so. Keine Ahnung. Aber man hat wirklich rausgehört, wie laut ich dann doch gesprochen oder kommentiert habe. Auf der anderen Seite ist es auch sehr unangebracht, wenn man wirklich komplett leise spricht, wenn man da nichts hört und dann... Ne, dann passt das ja auch nicht so ganz. So, Cinder, über die Weiden. Über die Natur. Hier in der Natur ist sie zu Haus. Cinderlein ist nie allein. Ja komm, ab nach oben. Und Spyro kann auch gut und gerne mal hinterherkommen. Boah, ey, der ist so lahmarschig. Stört schon ein bisschen, wenn der andere so ein bisschen nachhinkt. Muss ich ja zugeben. So, dann noch auf die andere Seite gehen. Und dann haben wir auch dort den grünen Edelstein. Wow, irgendwie läuft gar keine Musik. Folgt irgendwie den PS1-Teilen. Musiktechnisch. Einfach mal aufhören. Aufhören mit dem Loop. Ist ja jedem scheißegal. Spyro bräuchte noch ein bisschen. Hallo, sammel den ein. Boah, ein Partikel oder wie? Reicht der nicht aus? Dankeschön. So. Weißt du, wir sind in der Edelsteinkrise. Da kann man nicht so viel haben, wie man will. Ja. Da muss man sparsam sein, ja. Man muss auch gucken, worin man investiert. Das ist nicht ganz so einfach. Hinterher gehst du dann wieder auf Nintendo-Aktien und die fallen wegen Mario Run. Weil das ja so voll das scheiß Spiel ist und so, ne? Schon komisch. Ein Mario-Spiel kommt raus und die Aktien gehen erstmal in den Keller. Ich weiß nicht, ob das so der Sinn der Sache ist. Also ich weiß nicht, ob das der Sinn eines Produktes ist. Naja. Gut, aber wenn man den Preis so hoch setzt, dass die... ich sag mal... Ja komm, wir machen das hier schon mal kaputt. Oder ziehen das einmal hier durch. Wobei, ich glaube, ich kann das später nochmal machen. Ist jetzt eigentlich hier egal. Ist quasi unnötig, wenn ich das jetzt hier ausprobieren würde. Und lass mich raten, ich komme da gleich nicht. Ich komme da hoch. Spyro! Meine Güte, der nervt einfach nur. Der soll nicht die ganze Zeit in dieser Kette zerren hier. Was, wenn wir es drehen? Weiß ich nicht. Probier es doch einfach mal aus. So. Ich glaube, das ist der letzte Part für die Session. Ich glaube schon. Habe ich 6 Parts in einer Session gemacht? Puh, das geht schon. Geht schon klar. Okay, dann einmal hier rüber zum Floß. Ich könnte auch mal wieder speichern, ne? So, das ist Nummer 1 und dann brauchen wir nochmal einen zweiten. Fehlt uns doch nicht noch irgendwo. Wir haben alles, oder? Nein, nicht das da. Ja, wir haben alles.
Haben wir hier auch. Das ist eine Gesamtübersicht. 1,44 Spielzeit, okay. Also auf meiner Aufnahme habe ich 1,51. Sehr passend. Ja, Spyro Erfahrungspunkte. Also später hat man nochmal die Möglichkeit im Spiel so einen Kapitelmodus auszuwählen. Also quasi nach dem Story-Mode. Da kann man die Sachen dann so sammeln, wie man Lust und lustig ist. Wie man Lust und lustig ist, ja. Ja, also wenn man Herr Lustig ist, dann kann man sich da halt ein ganzes Kapitel aussuchen, ne? So. Peter Lustig singt seine Lebensweisheiten. Ja. Und dein Fahrrad ist super scheiße. Ich weiß nicht, so. Ich habe irgendwie das Intro von Löwenzahn irgendwie nie so richtig gemocht. Ich habe Löwenzahn als... Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so Sendungen schaut, aber sie eigentlich im Grunde überhaupt nicht mag? Das ist echt komisch. Löwenzahn war schon so eine Sendung. Oder auch, was war da noch? DuckTales. DuckTales habe ich auch irgendwie nie so wirklich richtig gemocht. Aber auch nur wegen diesem Quack, den Bruchpiloten. Den habe ich echt. Ich habe den halt. Also, das, was für einige Leute Jäger ist, ist für mich halt dieser Bruchpilot. Das ist halt. Ist halt einfach so. wenn er wieder Sachen vermasselt, dann ist das nichts Witziges. Dann denke ich mir auch nur so. Ja, scheiße, Dagobert, ne? Hast jetzt auch wieder eine Million verloren. Ja. Also schon damals war ich ein richtiger Geizhals, ne? War ich schon richtig hart im Milieu drin, ne? Okay, das Floß fällt ein bisschen zurück. Wir können jetzt mit Spyro theoretisch so ein bisschen hier rumcruisen. Ja, dann bitte auch dem Fluss entlang. Hinterm Baum, ne? Damit wir auch schön dran vorbeikommen. So. Man sieht, es funktioniert einwandfrei. Mit einwandfrei meine ich dann doch ein bisschen, ja, nerviger. Ja, komm, wir können noch ein Stück. Und ich bin mir sicher, die Gegner werden jetzt hier gleich... Genau. Sick. Ja, komm, das Floß fällt jetzt erstmal ein bisschen zurück. Das macht jetzt aber nichts. Wir ziehen erstmal das Teil hier so ran. Ich glaube, das Floß fällt auch nur bis zum nächsten Deck da, oder? Genau, bis zu dieser Stelle. Oder? Genau, da bleibt es stehen. Weil hier halt wieder so eine Plattform ist. Dock, nicht Deck. So. Ich habe nie verstanden, was man meinte, wenn man sagt, mach die Schotten dicht. Ich meine, die Schotten, was haben die Schotten denn bitte schön damit zu tun? Die armen Schotten, die würden sich doch auch verarscht fühlen. Und ich glaube, jetzt kann man da drüben... Nee, da ist ja auch wieder so eine Safe-Point-Plattform. Okay. So. Genau, weil jetzt hier an der Stelle Gegner rauskommen... Cinder muss ich jetzt erstmal so ein bisschen für den Kampf vorbereiten. Beziehungsweise wir tragen den Kampf einfach mal auf Land aus. Sehr viel besser. So Leute, wenn ihr kommen wollt, dann tut das bitte. Boah, den ersten haben wir schon mal richtig in der Luft zerfetzt. Oder soll ich besser sagen zerfetzt? Ja, das könnte auch sein. Ah, hi. Kumpel. Ach, der hat keine Waffe. Okay, jetzt hat er eine Waffe. Boah, aber dass ich den auch selbst nicht treffe. So, ciao. Das war's aber natürlich noch nicht. Ja, erstmal schön vergiften. Das kennt man ja, ist immer sehr nützlich. Ich meine, diese Elite-Gegner sind halt wirklich Gegnerarten, die man im Level auch so einmal trifft oder findet. So, ciao. Ja, da ist halt noch einer. Da muss man mir nicht 10-mal anzeigen. Oh, komm, Cinder. In der Vergiftung ist das halt schon sehr nützlich, weil die halt
durchgängig noch Hits gibt, obwohl das eigentlich überhaupt nichts dazu zählt. Ja komm, wie viele brauchen wir denn noch? Komm, wir dürfen nur langsam genug haben. Wir haben, guck mal, 155. Also man kann mir nicht sagen, dass das nicht genug sei. Komm, los, los. Scheiße. Verbündete Galerie, okay. Also mit Cinder haben wir auf jeden Fall schon mal alles Nötige an Hits erreicht. Auch wenn ich jetzt nicht wusste, dass das hier an der Stelle möglich ist. Ist aber sehr nützlich. So, einmal das hier aufdrehen. Ja. Fehlt halt nur noch das für Spyro. Aber ich denke, da kommen noch einige Gelegenheiten auf uns zu, ne? Wo wir auch nochmal gegen ein paar Affen kämpfen. Oder Knochenaffen. Oh, Regenbogen. Schau euch das an. Kann man zwar recht schlecht sehen, aber da ist einer. Am Ende erwartet uns ein Topf voll Gold. Ich denke mal nicht. So. Ich will noch mal kurz gucken, ob wir alles haben. Ich bin da nämlich ein bisschen am... Ja, haben wir, okay. Also manchmal habe ich da halt echt ein paar Probleme mit. Was ich auch so... Ich finde das halt echt von der farblichen Umgebung sehr schön, das Level. Und, ich habe mir dann auch so überlegt, in einem Super Mario von 60 Heck auch so eine Art weitläufiges, Naturlevel, Graslevel, was weiß ich, zu machen. Und sowas ähnliches kam dann wirklich dabei raus. Ja. Nur gezeigt habe ich das noch nie in meinem... Doch, habe ich. Habe ich einmal in einem Livestream gezeigt. Genau. Boah, aber das ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, ne? Alter. Verzeih mir. Diese Drachen haben sich angeboten, als ich nicht helfen wollte. Ich teile dein Vertrauen in diesen Drachen nicht, Jäger. Aber es war ein Fehler, dich in Ketten zu legen. Wir alle machen Fehler. Ja, und ich werde es wieder gut machen, wenn du gestattest. Benutzt den verbotenen Tunnel. Er führt direkt in die Drachenstadt. Falls dieser Drache unsere letzte Hoffnung ist, wünsche ich gute Reise und viel Glück. Wir brauchen deine Hilfe. Na gut, die Einladung bleibt bestehen. Uns hier, sobald ihr nach Warfang aufbrechen wollt. Ich werde auf euch warten. Joa. Machen wir dann in der nächsten Folge. Was wollte ich denn noch gesagt haben? Irgendwas wollte ich sagen. Ja, achso, ja, stimmt. Ich habe ja einmal, das ist auch wieder 2 Jahre her, wo ich so einen Livestream zum Super Mario von 60 Levelmodellierung gemacht habe. Und alter Finne, ich würde heutzutage eher so ein ich sag mal Let's Play oder Gameplay Stream machen, anstatt so ein Modellierungsstream. Ne, also jedes Mal, wenn ich so einen Modellierungsstream gemacht habe, dann war das immer wieder so ein ich weiß nicht Gefühl. Der letzte, den ich gemacht habe, ich meine, da gab es ein paar, ein bisschen Zeit zwischen den letzten und dem davor. Und da habe ich echt gemerkt, nee, das ist nicht so gut, wenn ich da modelliere und gleichzeitig da irgendwie warte, bis mal irgendwer was da schreibt. Da kann man lieber richtig ein Spiel spielen oder vielleicht Speedrun, was weiß ich. Ne, also, naja, aber ich erinnere mich gerne dran, das ist schon nett gewesen. Vielleicht zeige ich das Level ja dann doch irgendwann mal. Richtig normal. Wer weiß. So, das war's jetzt erstmal von der Session, ne?
In der nächsten geht es weiter. Wir haben soweit eigentlich recht viel geschafft. Ja. Ich denke mal, so viel werden wir nicht sehen können. Wie gesagt, Kapitelauswahl fehlt noch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss und bye bye.